Hallihallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt nicht, oder der Sound ist nicht so laut im Hintergrund und ihr hört mich auch noch. Und ja, willkommen zu Spooky's Jumpscare Mansion. Ich glaube, da soll Haus stehen und Jumpscares. Okay, alles klar, wir gucken mal nach einfach. Ich glaube, viele von euch kennen das Spiel. Wir gucken uns das einfach mal an, mal schauen. Gehen wir auf New Game einmal. So, WASD, alles klar. Okay, da sind wir auch schon. Ich denke mal, viele von euch kennen das Spiel. Wer? Spooky, du bist das ja. Danke, Spooky, dass du mich eingeladen hast. Voll nett von dir und so. Wow, alle eine Qualle. Also ich habe mich, holla die Waldfee. Ist ja, wow. Ist eine Kerze? Können wir die mitnehmen? Auch nichts, okay. Das geht zu Raum und ja, wir gehen halt generell hier durch tausende Räume jetzt einmal durch. Wow, ein Bett! Ein Bett! Wahnsinn, was macht das Bett hier? Wir gehen ja durch tausende, eine Million Räume durch. Und wir sind jetzt gerade im Raum 4 gelandet. Raum Nummer 5. Wow, ist wunderschön hier. Ey, wirklich. Ich glaube, einige haben das schon mal komplett durchgespielt auch. Bis zu Raum, ich habe keine Ahnung was. Wir werden das nur einmal kurz testen. Ne? Also ich werde es nicht durchspielen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ey, hier waren wir noch. Oh, ein grünes Bett jetzt auf einmal. Wahnsinn. Also, puh. Also geht mir schon langsam die Pumpe. Also Jumpscares sind hier auf jeden Fall an der Tagesordnung. Also ich erschrecke mich ja auch schon, wenn ich eine IKEA-Zeitschrift aufmache, aber drei Türen, wir nehmen die goldene Mitte einfach. Wenn ich hier mal nicht festbacken würde, so. Vor allem, wir haben auch eine Lebensanzeige. Ja, haben wir. Also das ganze Spiel schon mal vorweg ist komplett kostenlos und könnt ihr auch testen, kostenlos und so. Okay. Wozu haben wir die Lebensanzeige? Oh, ein Schrank. Nein. Was macht der hier? Wow, also, oh, wow, also, wow, also, wow, das ist schon ein bisschen wow, also. Wow, dieses Bild ist wirklich mehr als verstörend. Also, wow. Ich lange flöhe, ich gehe mal hier lang. Und wir sind im Kreis gelaufen. Yeah! Oh Mann. Okay. Schön. Schön für den Kreis, den wir gelaufen sind. So. Welche Tür nehmen wir? 1, 2, 3. Alle sind mit dabei. Mal da lang. Nein. Raum 21. Raum 22. Ein schwarzes Bett. Nein, es endet die Farbe. Es ist gruselig. Wow. Wow. Raum,
rotes Bett. Bleib fern von mir. Ich habe Angst vor roten Betten, das glaubt ihr gar nicht. Es ist fürchterlich, ey. Vor Türen habe ich auch Angst. Wo sind hier die Jumpscares überhaupt? Hä? Kommen wir da nicht rüber? Da ist auch eine Tür, hallo? Boah, lilanes Bett. Wow. What's that? Ein merkwürdiger Teppich. Ist doch schon leicht gruselig, okay. Ja. Wow. Was ist das? Ein brennendes Haus in der Brennenwaller Hai? Ziemlich heiß. Ziemlich heiß. Okay. So langsam wird's doch langsam. Nee, wird's doch nicht gruselig. Nein. Irgendwie nicht. Wow, eine Tasse. Eine Schokoladentasse. Ich habe, wow, also wow. Okay, alles klar, ja. Eine Schokoladentasse. Also eine Tasse voller Schokolade, so rumhalte. Das ist doch schon, ja, das hatte was. Zum Glück war es keine Vollmilch drin, okay. Bei Vollmilch, also da bin ich weg. Geht überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das Let's Play machen werde jetzt überhaupt erstmal. Ah, Notizen. Okay, interessant. Ich glaube, ich werde mal bis Raum 50 spielen und dann mal gucken. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Noch ein Zettel. Ah, interessant. Keine Ausdauer mehr. Wow. Wow. Okay, du bist es. Okay, alles klar. Wow, ich habe schon Schrecken bekommen, Alter. Hier. Gib Faust. Gib Faust. Komm, komm. Ja, geil. Cool. War ein Kumpel von mir, Skeletto. Der ist, ja, der kreist manchmal so durch die Häuser. Durch die alten Verliese und sowas. Das ist ein ganz cooler Typ. Ja, ja, ja. Keep a little peep in your steep. Hey, cool. Ink. Ah, okay. Aha. Oh, speichern. Wir haben gespeichert. Yeah. Okay, und wo ist denn hier ein Knopf noch, glaube ich, irgendwie? Hä? Da. Down. Die hat hier einen Fahrstuhl drinne? Also das ist... Also, das ist wirklich neu, also. Wie tief geht denn der Fahrstuhl? Das hat schon was von Resident Evil, so ein bisschen, also. Das hat schon was. Oh, der rennt auf einmal schneller. Was ist hier los? Miau. Ist ja wie Formel 1 fahren hier. Nur anders.
Wow, ich geh mal in die Tür rein hier, die ist ganz cool. Ich hab keine Ahnung. Wow, ein Fleck. Wow, ein Rutschfleck. Was? Was war das für ein Geräusch? Ist das? Brief? Alles klar. Was? Wow, das ist die Lose. Schleimspur. Panik in der Pampa, Panik in der Pampa. Wow, ein Spider-Man. Das Spiel ist ja doch nicht so. Wow. Ich renne ja schon. Also gruselig, gut ist es jetzt nicht wirklich, aber... Die Musik macht das irgendwie. Aber unser Charakter kann irgendwie nicht springen, was mich irritiert leicht. Und hier sind über Schleimpfützen. Warum? Wow. Ey, bin da festgebackt. Nein. Wir können nicht mehr rennen. Ich gehe mal hier lang. Da können wir auch bis Level 100 spielen, ja, wa? Wow. Oh, was ist hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Dude. Ich kann mich... Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Game over. You soul wanders in endless maze. Unsere Seele ist verloren in dem endlichen Labyrinth. Yeah. Das wollte ich schon immer haben. Ja, mein... Ja, hoppala, da war gerade der Ton einmal weg. Aber ist er nicht weiter schlimm. Ja, von hier aus hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken und kommentieren das Ganze. Unten rechts ist ein Abonnier-Button. Einfach auf Clash und Dash und smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, Gaming of Ben. Oben rechts ist jetzt auch so ein Info-Button drin, wo meine Homepage verlinkt ist. Mit den aktuellen Spiele-News, Testberichten, Vorschaus und so weiter und so fort. Und Specials gibt es da auch noch. Das Gamescom-Video zum Beispiel von dieses Jahr. Und ja... Mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Und ja, was soll ich nur sagen? Ja, bleibt immer schön flauschig in Zukunft. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Gaming of Ben. Und bis zum nächsten Mal natürlich. Und bis dahin immer schön weiter zocken. Also, haut so rein. Shadows that await you? Or will you fail in your journey through the abyss of my manor? Only you can find out.